Hallo und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial am heutigen Montagabend. Ja, die Ruhe vor dem Sturm, die große Hitze ist vorbei. Der letzte heiße Tag, das war dann der Freitag in diesem Jahr, zumindest bisher in diesem Jahr. Es gab ja nochmal bis zu 37 Grad in Berlin und Brandenburg. Aber nun ist es schon deutlich kühler geworden und auch recht angenehm. Man kann endlich mal das Haus durchlüften, die Wohnung durchlüften, die Fenster aufreißen. Und auch ich persönlich finde jetzt die etwas kühleren Luftmassen doch deutlich angenehmer als die große Hitze. Der August ist bisher rund 4 Grad wärmer verglichen mit dem langjährigen Klimamittel. Aber diese positive Abweichung, die wird sich in den kommenden Tagen noch ein bisschen reduzieren. Denn es wird einfach etwas kühler werden. Spannend wird vor allen Dingen dann weiterhin der Mittwoch sein, denn zum Mittwochmorgen, da kommt im Nordwesten ein Sturmtief herangezogen. Das Sturmtief trägt den Namen Kirsten und Kirsten bringt uns zunächst im Nordwesten, also zwischen Nordsee, Emsland bis nach Nordrhein-Westfalen, teilweise Sturmböen um 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. Und dann zieht das Ganze bis zum Mittag weiter über Norddeutschland hinweg mit seinem Zentrum und bis in den Nordosten Deutschlands. Und dann kommt quasi ein Sturmfeld so bis zur Mainlinie voran, überall dort so 60 bis 80 Kilometer pro Stunde und in den küstennahen Regionen auch 100 Kilometer pro Stunde. In den höheren Lagen, beispielsweise auf dem Brocken, sind auch bis zu 120 Kilometer pro Stunde möglich. Also quasi der erste Herbststurm des Jahres steht vor der Tür oder Sommersturm, je nachdem wie man es sehen mag, denn eigentlich haben wir ja meteorologisch gesehen und auch kalendarisch gesehen immer noch Sommer und der Herbst beginnt für uns Meteorologen erst am 1. September. Wie dem auch sei, mit dem Sturm bleibt es auch zeitweise relativ kühl. Auch die zweite Wochenhälfte bleibt recht durchwachsen. Vor allem im Norden gibt es immer wieder Regen. Auch am Mittwoch gibt es im Norden schon zum Teil kräftige Regengüsse. Nur im Süden, da kommt weder vom Sturm noch vom Regen erstmal recht viel an. Da bleibt es überwiegend trocken und auch freundlich. Die Temperaturen, die erreichen in den nächsten Tagen so 17 bis 19, teilweise 20 Grad an den Küsten. Und ja, in der Mitte sind es meist so 20 bis 25 Grad und im Südwesten des Landes und im Süden, da können es auch mal ein paar Grad über 25 Grad werden. Also dort verbreitet ein Sommertag. Ja, und der Trend zum letzten Augustwochenende, es geht insgesamt überall etwas wechselhafter weiter. Temperaturen meist so um 20 bis 23 Grad, in den höheren Lagen ein bisschen darunter. In den tieferen Lagen etwas darüber, insgesamt spätsommerlich und ja, nächste Woche dann, die erste Septemberwoche, auch die wird wahrscheinlich mäßig warm ausfallen, Temperaturen relativ ähnlich, 20 bis 25 Grad, aber zeitweise auch wechselhafter, mal ein paar dichtere Wolkenfelder, hier und da mal kurze Schauer, doch die großen Regenfälle, die bleiben weiterhin aus und besonders die trockenen Regionen der Mitte Deutschlands, so vom Saarland über Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen bis nach Sachsen und Berlin und Brandenburg, die werden weiterhin erstmal keinen großen Regen abbekommen. Hier und da ein paar Regenschauer, aber der große Landregen, den man dort dringendst benötigen würde, der bleibt hier erstmal aus. Also spannend diese Woche auf jeden Fall, der Mittwoch mit dem Sturmtief, da heißt es Achtung, denn das Sturmtief, das trifft auf eine dick belaubte Umgebung, das heißt die Bäume, die haben noch sehr viele Blätter und das bietet natürlich eine gute Angriffsfläche für den Sturm, der drückt so richtig kräftig in die Bäume rein und da können leicht Äste abbrechen oder auch ganze Bäume umfallen, also am Mittwoch im Tagesverlauf, da ist mit Behinderungen zu rechnen, besonders im Bahnverkehr und hier und da wahrscheinlich auch auf den Straßen eben durch umgestürzte Bäume oder durch herabstürzende Äste. Ja, das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung, ich bin Diplom-Meteorologe bei wetter.net und ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend. Und denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube abonniert. Tschüss und noch einen schönen Montagabend.